Liebe Freunde, heute geht es um das Thema Innovation. Und das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen, denn Innovation ist der Grundstein jedes erfolgreichen Businesses. Wenn wir es nicht bewerkstelligen, irgendetwas Neues zu erschaffen, dann haben wir keine Daseinsberechtigung. Wenn wir das Gleiche machen, same old shit, den alle anderen machen, so, dann braucht es uns nicht. Dann haben wir keinen Sinn zu existieren mit unserem Business. Und da, um das Thema Innovation einfach aus meiner Sicht super viele falsche Denkweisen herrschen, denn da sind wir direkt schon beim ersten Punkt. Ich stelle euch nämlich heute 10 Wege vor, wie wir wirklich radikal innovativ sein können. Habe dazu eine Menge Beispiele aus der echten Welt am Start und ebenfalls noch ein Beispiel aus unserer Awesome People Conference, damit wir wirklich nicht nur die ganzen einzelnen Möglichkeiten, macht Sinn, sondern wirklich direkt in der echten Welt sehen können, wie das Ganze funktionieren kann. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die heutige Episode. Es wird richtig geil. Lass uns reinstarten. Die erste Möglichkeit, innovativ zu sein, ist, indem wir etwas komplett Neues erschaffen. Und das ist so Innovation im klassischen Sinne, wie das in den Köpfen der meisten Leute am Start ist. Okay, wer innovativ ist, der muss was Neues erfinden. Erfinden ist immer so ein Wort, was da so mitschwingt. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie: Früher sind alle Leute auf Pferden unterwegs gewesen und dann kam Henry Ford und hat als erstes ein Automobil erschaffen. Und dann sind auf einmal alle Autos gefahren. Das ist so eine klassische Innovation, etwas komplett Neues. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass jetzt heutzutage, viele, viele Jahre später, fast all die Dinge schon erfunden sind, die man erfinden kann. Also die Bandbreite an Möglichkeiten, radikal innovativ zu werden, wird immer geringer, weil es so viel schon gibt. Und dadurch, dass ich mich auch nicht in der Lage sehe, zumindest aktuell nicht irgendetwas komplett Neues zu erfinden und ihr wahrscheinlich auch nicht, habe ich 9 weitere Wege vorbereitet, wie wir noch innovativ sein können, ohne etwas komplett Neues erfinden zu müssen. Möglichkeit Nummer 1, besser machen. Den Value, der bisher in der Vergangenheit schon super funktioniert hat, der schon nachgefragt war, der schon etabliert war, den einfach besser zu machen. Das ist eine Sache, die klingt jetzt erstmal simpel, ist aber mega schwer, denn bestes Beispiel an dieser Stelle, ganz klar, Tesla. Autos ist schon jeder gefahren und Tesla macht einfach ein besseres Auto. Das ist ein Elektroauto, das ist umweltfreundlich, das ist komplett, die ganze Innenausstattung ist alles komplett vegan, super gut produziert. Das ist vom Design eine ganz andere Nummer. Das muss man sich mal vorstellen. Software-Updates unseres Autos lassen sich über WLAN machen. Früher, wenn irgendwas mit dem Auto verkehrt war, mussten wir es in die Werkstatt fahren, mussten es abgeben und dann hat der Mechaniker da ein bisschen gemacht und dann haben wir es irgendwie wiederbekommen und mussten in der Zwischenzeit auf unser Auto verzichten, das hat Zeit, Geld gekostet und jetzt können wir uns einfach über WLAN ein Software-Update für unser Auto runterladen. Ich gerate ins Schwärmen, wenn ich eines Tages irgendwann mein Auto besitzen sollte, dann würde es mit Sicherheit ein Tesla sein. Also etwas besser zu machen ist natürlich eine recht einfach klingende, aber oft super schwer zu realisierende Innovation. Denn wir brauchen gutes Timing. Wir müssen in den Markt reingehen, bei dem es für uns möglich ist, mit unseren Ressourcen möglich ist, dieses Bessermachen zu erzielen. Denn ein Stück weit will jeder es besser machen. So, Audi sagt jetzt nicht so, oh Tesla, hier, mach doch mal besser. Das ist mega schwer. Die sind da heftig am Struggle. Das ist ein Riesenkonzern. Und der Ansatz, wie wir das mit der Awesome People Conference versuchen, ist, dass wir einfach ein Stück weit bessere Leute reinholen. Dass wir Leute reinholen, die nicht bei jedem Online-Kongress am Start sind. Dass wir zum Beispiel einen Thaddeus Koroma haben, dass wir einen Christian Bischoff haben, dass wir einen Tobi Beck haben. Dass wir Leute dabei haben, die nicht überall ihren ganzen Content raushauen und dass der Value, der dadurch entsteht, einfach ein Stück weit besser ist. Und das ist nicht easy. Das ist eine Sache, die haben wir uns jetzt seit der ersten Awesome People Conference erarbeitet. Stück für Stück irgendwie da die Leiter hoch, Netzwerk aufgebaut, die krasse Community. Leute, ohne euch wäre das natürlich gar nicht möglich, denn dadurch, dass wir bei der ersten Konferenz 5.000 Leute, bei der zweiten Konferenz 11.000 Leute dabei hatten, ist es jetzt absehbar, dass wir jetzt nochmal einen ordentlichen Schub machen. Dementsprechend sagen die natürlich so, ja, okay, das Modell ist für mich etabliert, die Community ist richtig heiß drauf, das wird eine coole Nummer, ich profitiere davon, also bin ich dabei. Aber für jeden, der jetzt reinstartet, so sich das erste Mal mit diesem Thema Innovation beschäftigt, ist besser machen, so einfach es klingt, oft ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Möglichkeit Nummer 3 ist mehr machen. Der Value, der in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, davon einfach mehr zu machen. Klingt auch erstmal wieder mega simpel, ist aber auch absolut nicht simpel. Das ist dann zum Beispiel sowas wie die Innovation von der Diskette, Riesending, minimaler Speicherplatz, zu einer CD. Sieht irgendwie
gleich viel geiler aus und hat ein Vielfaches an Speicherplatz. Das ist so eine Mehrmachen. Eine Diskette ist dazu da, dass wir Speicherplatz haben und eine CD macht einfach viel mehr davon und ist deswegen ganz klar eine Innovation und ist ganz klar eine Sache, wo man sagt, wozu brauche ich noch Disketten, wenn ich CDs haben kann? Und die mehr von dem, was bisher schon funktioniert, zu liefern, ist eine Sache, die läuft erstens über Technologie, wie es von der Diskette zur CD funktioniert hat, ist deswegen nicht so easy, oder läuft einfach über Hustle, über mehr Gas geben oder über ein größeres Team, wie wir das versuchen. Von der ersten Awesome People Conference zur zweiten sind wir mit längeren Interviews reingegangen, die viel deeper waren. Erste Konferenz 45 bis 60 Minuten mit 24 Speakern, glaube ich. Zweite Konferenz 60 bis 90 Minuten mit 37 Speakern in 33 Interviews. Und jetzt unsere Innovation in Sachen mehr machen von der zweiten zur dritten ist ganz klar, Q&As mit hinzuzufügen. Und nicht zu sagen, ich mache jetzt hier nur den Dialog mit der Person, sondern wir liefern noch mehr Content, indem wir die Leute noch mit einbeziehen und dementsprechend pro Interviewpartner nicht nur 60 bis 90 Minuten Content haben, sondern ein Dreiviertelstunde bis zwei Stunden Content haben. Auch hier wieder, absolut nicht easy, funktioniert nur durchs Team, funktioniert dadurch, dass wir mega Gas geben, dass wir uns das Standing in der Vergangenheit schon aufgebaut haben. Was können wir noch machen, um innovativ zu sein? Wir können den Value günstiger anbieten. Und auch hier, und jetzt sagt der eine oder andere so, Robert sagt bei jedem, das ist entweder schwer oder scheiße, was soll ich jetzt machen? Die Guten kommen noch, keine Angst. Günstiger Value ist natürlich auch eine Möglichkeit, innovativ zu sein, ist aber super, super schwer, weil der Preis geht halt immer über die Menge. Und wenn wir sagen so, ey, wir wollen jetzt irgendwie mega günstig anbieten, dann gibt es immer jemanden, der mit weniger Marge bereit ist, das Ganze rauszuhauen und uns dann mit aus dem Markt nimmt. So, wer das hervorragend macht, ist ganz klar IKEA. IKEA, mega krass, funktioniert allerdings natürlich nur durch die Menge. Dass sie in der Lage sind, irgendwie qualitativ ganz gute Möbelstücke, die schick aussehen, zu so einem günstigen Preis anzubieten, funktioniert durch die Menge. Dass sie weltweit präsent sind, dass sie so ein unfassbar riesiges Volumen haben. Wie wir versuchen, das mit der APC umzusetzen, indem wir sagen, ey, die Interview-Events, die werden wir zu einem verhältnismäßig im Vergleich zu dem Value, den man vor Ort bekommt, zu so einem günstigen Preis anbieten, weil wir wollen, dass jeder in der Lage ist, dahin zu kommen. Funktioniert nur, weil wir hier wieder auch ein Stück weit noch ein anderes Geschäftsmodell hinten dran haben. Wenn wir versuchen würden, das Ganze komplett profitabel nur durch die einzelnen Events zu haben, das Ganze würde gar nicht funktionieren. Aber dadurch, dass wir hinten raus noch die Online-Konferenz haben, die ja ein Stück weit, ja, dann so die Fortsetzung ist, funktioniert das Ganze wieder, weil wir nicht unsere komplette Kohle mit den einzelnen Events verdienen müssen. Next one, den Value, der in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, den leichter zugänglich zu machen. Im Prinzip, ja, das Beispiel, was sofort irgendwie top of mind ist, ist ganz klar Amazon. Amazon Prime Now, mittlerweile in Berlin ausgerollt. Konkretes Szenario, wir waren hier am Einrichten des Awesome People Space und haben gemerkt so, boah, fuck, ey, es ist so viel zu tun, die ganzen Tische und so weiter. Wir haben eine Bohrmaschine und bei der ist auch gerade der Saft leer. Wir kommen damit nicht zurande. Auf Prime Now gegangen, eine neue Bohrmaschine bestellt und die war innerhalb von einer Stunde da. Und Amazon hat es dadurch geschafft, den Value, den ich jetzt brauchte, ein Utensil, mit dem ich jetzt weiter hier die Tische aufbauen kann, den noch mir leichter zugänglich zu machen. Denn klar, ich hätte jetzt auch zum Saturn fahren können, da hätte ich die dann holen können, muss ich erstmal beraten, welche will ich denn, und dann muss ich die bezahlen, dann ist die Schlange lang, muss ich wieder zurückfahren und so weiter und so fort. Oder ich klicke einfach in meiner App drei Knöpfe und nach einer Stunde habe ich die ganze Geschichte dann. Den Value, der in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, den leichter zugänglich zu machen, dafür zu sorgen, dass wir besser und einfacher rankommen können, das ist natürlich eine mega krasse Innovation. Und wie wir das versuchen mit der APC umzusetzen, ist, indem wir den starken Content, den unser Interviewpartner liefert, den immer wieder runterzubrechen, immer wieder, ah, okay, das bedeutet jetzt für den Zuschauer, das und das immer wieder zusammenzufassen. Am Ende das Ganze in eine konkrete, okay, was sind jetzt die drei wichtigsten Dinge aus diesem Interview? Das Ganze so runterzubrechen, dass der ganze Value, die zwei Stunden, die irgendwie Christian Bischoff dann mit Interview und Q&A raushaut, dass sie dann hinterher nicht so, das war jetzt geil, aber was, boah, das war jetzt so viel, sondern dass so ein, ah, okay, ich weiß, das sind meine drei wichtigsten Dinge, darauf muss ich mich erstmal nicht fokussieren, das ist mir wichtig, den Value, quasi den konkreten Input, noch leichter zugänglich zu machen, indem ich es runterbreche. Das ist das, wie wir es versuchen mit der APC umzusetzen. Und damit kommen wir jetzt auch direkt zur, in Anführungsstrichen, einfachsten Art der Innovation, die ich jedem von euch ans Herz legen möchte. Und zwar, das ist den Value, der in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, besser auf unsere Zielgruppe zuzuschneiden. Klingt erstmal komplex, ist im Prinzip nichts anderes, als dass wir sagen, wir machen jetzt einen Blog mit Thema Fitness, Zielgruppe Mamis.
Das ist jetzt nicht generell Fitness, aus dem sich die Mamis dann das für sie passend rauspicken müssen, sondern das sind Fitness-Tipps perfekt auf sie zugeschnitten. Oder das ist sowas wie Lernstrategien für Studenten oder gesunde Ernährung für Kinder. Klar, gesunde Ernährung generell funktioniert, aber jetzt dann zusätzlich das Ganze mit dem Twist zu versorgen, dass wir sagen so, ah, okay, ja, wenn mein Kind irgendwie kein Brokkoli mag, was können wir denn machen, um ein gesundes Rezept irgendwie auf eine coole Art und Weise darzustellen, indem wir es irgendwie schön anrichten oder indem wir irgendwie 1000 Möglichkeiten. Das im Prinzip, der Gedanke hierhinter ist sehr, sehr einfach, denn wir haben einen bestehenden Value, der gut funktioniert, Fitness, gesunde Ernährung, Lernstrategien und übertragen das auf eine nischigere Zielgruppe, anstatt nur zu sagen, okay, ich mache Fitness für jeden, ich mache Lernstrategien für jeden, ich mache gesunde Ernährung für jeden, sondern ich fokussiere das auf meine Zielgruppe, wodurch für meine Zielgruppe der Value wieder viel, viel höher wird. Wie bei uns, Awesome People Conference ist nicht generell eine Online-Konferenz oder generell eine Konferenz, die Business-Strategien raushaut, sondern die Business-Strategien raushaut für Menschen, die kreativ sind und für Menschen, die etwas in der Welt bewegen wollen. Und dadurch, dass wir diesen Ansatz haben, dass wir diesen holistischen Ansatz haben, ist der Fokus eben ganz stark auf diesem, okay, welcher Mensch muss ich werden, damit es für mich leicht wird, diese Business-Tipps zu exekuten? Das ist dann sowas wie, wir machen jetzt ein Interview zum Beispiel über Instagram-Marketing und dann ist nicht zu sagen, ja, du musst das posten und das machen und so und Stories hier und das. Und das darunterliegende Problem ist aber eigentlich, dass wir limitierende Glaubenssätze haben und deswegen Angst haben, uns zu zeigen. Und dann nützt es nicht zu sagen, du musst um die Zeit posten und du musst das machen, sondern wir gehen in den holistischen Ansatz und gehen erstmal rein, aha, okay, wir wissen jetzt, was zu tun ist, aber wie müssen wir als Mensch werden, wie müssen wir erstmal unser Mindset, unsere Persönlichkeit weiterentwickeln, damit wir in der Lage sind, das umzusetzen. Und dadurch, dass wir diesen holistischen Ansatz mit der Awesome People Conference haben, liefern wir einfach für Menschen, die sagen, boah, ich möchte nicht nur ein Business aufbauen, sondern ich möchte die beste Version meiner selbst werden, ich möchte etwas Positives in der Welt bewirken, ich möchte rundum etwas Sinnvolles und etwas Tolles erschaffen. Für die können wir einen viel besseren Value liefern, als wenn wir so diese klassische Business-Konferenz werden, wo kommt erstens, zweitens, drittens, Facebook-Funnel, bum, 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 bum. Und ein Stück weit liegen aber eigentlich noch Dinge drunter, die erstmal gelöst werden müssen, die eben etwas Klassisches, was nicht den Fokus auf unsere Zielgruppe hat, eben nicht abdeckt und was wir halt dadurch besser machen können. Also das ist nochmal all in all die Art und Weise der Innovation, die ich für die allermeisten Menschen am einfachsten umsetzbar halte, indem wir einen bestehenden Wert, der funktioniert, sei es jetzt gesunde Ernährung, sei es Fitness, sei es Lernstrategien, sei es Business-Strategien, was auch immer, auf eine nischigere Zielgruppe runterbrechen, wodurch wir natürlich weniger Leute erreichen, ganz klar, aber für die einen größeren Value schaffen, leichter ist für uns in den Markt zu kommen, leichter ist, eine Innovation an den Start zu bringen. Denn wenn wir sagen, wir machen jetzt generell Fitness-Strategien, da innovativ zu sein, mega schwer. Wenn wir allerdings sagen, wir machen jetzt Fitnessstrategien, vielleicht Fitnesstipps für Rentner, mega einfach innovativ zu sein, weil es einfach so wenig gibt, weil wir fast gar keine Konkurrenz haben, weil es fast niemanden gibt, der es macht. Vielleicht gibt es sogar niemanden, ich weiß nicht. Ich habe nicht recherchiert. Aber den bestehenden Value zu nehmen und den auf eine spitzere Zielgruppe anzuwenden, ist die Innovation, die am einfachsten umsetzbar ist. Deswegen empfehle ich sie immer wieder weiter. Nächste Möglichkeit, die ich ebenfalls sehr, sehr spannend finde, ist, indem wir zwei bestehende Values, die gut funktioniert haben, neu miteinander kombinieren. Indem wir quasi etwas Neues erschaffen, indem wir zwei bestehende Dinge, die für sich schon alleine geil sind, zusammenbringen und dadurch eine Innovation haben. Ist ebenfalls eine Sache, die ist für viele Menschen gut umsetzbar. Das ist dann, wie wir es mit der APC machen, das ist ein Online-Kongress plus Interview-Events, plus Live-Events. So. Beides ist irgendwie in sich schlüssig und funktioniert. Vor-Ort-Events, Online-Kongresse funktioniert, wir bringen es zusammen, schaffen dadurch etwas Neues und schaffen mit recht einfachen Mitteln eine starke, starke, starke Innovation. Oder, weiteres Beispiel an dieser Stelle, The Coolest Cooler ist eines der erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte der Geschichte, die dann allerdings im Nachhinein ein bisschen am Struggle waren und sowas, aber beim Crowdfunding selbst ging das Ganze richtig steil und zwar, das ist nichts anderes als eine Kühltruhe, recht normal, kennt man, zum Campen, zum Grillen, haben wir eine Kühltruhe dabei, um Sachen kalt zu halten. Und was sie gemacht haben, sie haben in diese Kühltruhe haben sie eine Musikanlage integriert. Das heißt, wir stellen das Ding hin, können sowohl irgendwie unsere Saftflaschen darin kalt halten, als auch Musik abspielen. Und das sind hier zwei Dinge, die für sich alleine gut funktionieren. Es gibt eine ganze Menge an Kühltruhen und es gibt eine ganze Menge an Musikboxen. Die bringen das zusammen, um dadurch für die Zielgruppe, die eben nicht so ein, wir setzen uns jetzt mal so einen Campingstuhl und gucken in die Luft so, sondern die wollen irgendwie eine coole Party haben, während sie grillen, brauchen genau beides. Macht viel mehr Sinn, ein Gerät zu kaufen, anstatt zwei Geräte dabei zu haben. Dementsprechend auch hier wieder recht
simple Innovation. Was können wir noch machen, um einen noch größeren Value rauszuhauen und um innovativ zu sein, indem wir den Wert, der in der Vergangenheit gut funktioniert hat, interaktiver und persönlicher gestalten? Denn heutzutage wollen wir Menschen einfach immer mehr Produkte, die wie für uns gemacht sind. Das ist der Grund, warum Subway so ein krasser Erfolg ist. Das ist nicht irgendwie, ich kaufe nicht nur einfach irgendein random Sandwich aus der Theke, sondern ich kriege ein Sandwich, das genau so ist, wie ich das will. Denn vielleicht mag ich keine Oliven und mag dafür aber Zwiebeln, aber vielleicht nur die roten und nicht die weißen. Und was ich ganz besonders gerne mag, ist noch Rucola da drauf. Und dann kann ich jetzt, wenn ich normal das Sandwich haben will, dann sagt er so, fuck you, die sind alle schon fertig. Kannst das nehmen, was es hier gibt, oder du nimmst gar keins. Und bei Subway kann ich genau das sagen. Ich will das, davon will ich mehr, davon will ich weniger. Das ist der Grund, warum das so steil gegangen ist. Sie haben einen bestehenden Wert, Sandwiches, so gedreht, dass sich jeder genau das zusammenstellen kann, was er will. Dass jeder genau den perfekt für ihn kreierten Wert bekommt. Wie wir das bei der APC versuchen umzusetzen, ist, indem wir im Anschluss an die Interviews diese Q&A-Sessions haben, wodurch jeder eben genau von Christian Bischoff, von Laura Seiler, von KS genau den Value bekommen kann, den er braucht. Vielleicht hat Christian im kompletten Interview über Thema X geredet und bei uns stellt sich aber genau eine andere Frage oder eine tiefergehende Frage oder eine Frage, die so ein bisschen von der anderen Seite kommt, dann können wir genau die stellen und kriegen genau darauf die Antwort und können nicht nur das mitnehmen, was sozusagen für alle ist. Dementsprechend Interview guckt jeder, da haben wir jetzt nicht besonders viele Möglichkeiten, das Ganze mit zu bestimmen. Aber hinten raus bei der Q&A, egal ob wir vor Ort bei den Events dabei sind oder ob wir uns im Vorverkauf jetzt das Online-Package sichern und bei den Livestreams dabei sind, wir haben die Möglichkeit, genau auf unsere Situation perfektes Feedback zu bekommen. Dadurch steigt natürlich der Value enorm. Nächste Möglichkeit, wir können einen bestehenden Value more convenient, ein Stück weit ja, angenehmer rüberbringen. Und das ist dann sowas, was Uber zum Beispiel macht. Uber hat die Fortbewegungsmittelindustrie, heißt das so, komplett revolutioniert. Normalerweise, wenn du früher ein Taxi haben wolltest, dann musst du gucken, wo ist eins, läufst an den nächsten Block, da ist jetzt keins, oh, alle schon voll, läufst du weiter, guckst du, hältst du Hand raus und so weiter. Und was du mit Uber machst, du nimmst dein Smartphone und sagst, ey, ich will genau in 7 Minuten an dieser Straßenkreuzung, genau dann will ich ein Taxi haben. Und dort kommt dann genau dahin. Und das wartet dann nur auf mich. Das kriegt dann kein anderer. Dementsprechend, die haben einen bestehenden Wert, der ganz klar ist, Fortbewegung, Taxi, das ist alt. Alt wie die Menschheit gefühlt, haben die genommen und haben den einfacher und angenehmer für uns kreiert. Und das Problem an der ganzen Sache ist, das ist sehr, sehr cool. Allerdings läuft das halt oft über Technologie. Dementsprechend ist es für die meisten super schwer, das Ganze umzusetzen. Wie bei uns bei der Awesome People Conference, indem wir sagen, okay, wir zeichnen die Interviews vor Ort auf, haben einen Live-Mischer dabei, da gehen alle Kameras rein. Das Ganze geht dann direkt live ins Internet und wir können streamen. Und dementsprechend, der bestehende Value ist ganz klar, man kann zu den Events hinkommen und man kann sich das Ganze dann reinziehen und man kann hinten raus die Fragen stellen, bei der Q&A dabei sein. Diese Möglichkeit gab es halt aber bisher nur für die Leute, die halt vor Ort waren. Und wir haben gesehen so, boah, da gab es richtig viele, die uns geschrieben haben so, ich würde ja da gerne hinkommen, aber ich bin in der Zeit nicht da. Ich habe nicht die Möglichkeit, dahin zu reisen. Ich habe irgendwie ein Kind und deswegen bin ich da nicht so flexibel und kann nicht einfach mal für einen Donnerstagabend 300 Kilometer nach Hamburg fahren, wenn ich irgendwo im tiefsten Nordfriesland wohne. Dementsprechend haben wir gesagt, ey, wir wollen Livestreaming anbieten. Wir wollen jedem die Möglichkeit anbieten, bei den Q&A-Sessions dabei zu sein und genau die Fragen zu stellen, die unter den Fingernägeln brennen. Und dementsprechend haben wir es geschafft, werden wir es schaffen, diesen Value einfach more convenient rüberzubringen, als sagen zu müssen, okay, ey, ich muss jetzt zu jedem einzelnen Event hinfahren, um bei allen Q&A-Sessions dabei zu sein und um alle Speaker genau mit meinen Fragen löchern zu können. Und Möglichkeit Nummer 10, um innovativ zu sein, ist, indem wir einen bestehenden Value inspirierend darüber bringen, sodass derjenige stärker motiviert wird, ins Handeln zu kommen. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, die allermeisten Produkte, die wir so kaufen können, egal ob das jetzt physische oder Online-Produkte sind, die bringen für sich alleine erstmal noch gar nichts. Die bringen erst was, wenn wir sie nutzen. Dementsprechend können wir eine unfassbare Innovation schlagen, wenn wir es schaffen, dass unser Produkt in sich drin die Motivation birgt, das Ganze auch zu nutzen, um an die Resultate zu bekommen. Wer das hervorragend macht, ist Nike. Nike, mit Nike Plus haben sie in der Vergangenheit einfach Schuhe hergestellt, die hat man dann gekauft und bei vielen Leuten standen die halt einfach rum. Und dann haben die nicht den Value bekommen, weil sie nicht joggen waren.
Aber durch Nike Plus haben sie es geschafft, ey, du kannst jetzt tracken, wie viel bist du gelaufen und kannst das dann online stellen und kannst dann mit deinen Freunden dich ein Stück weit battlen und kannst das dann teilen und kannst sagen, oh, ich habe jetzt diese Woche schon so und so viel gemacht. Das heißt, sie haben es geschafft, durch eine Innovation den Kunden dazu zu bewegen, mehr mit den Schuhen zu machen, mehr zu laufen, dadurch mehr Resultate zu bekommen. Dadurch wird für den Kunden das ursprüngliche Produkt, der Sportschuh an sich, natürlich viel mehr, viel wertvoller, viel mehr valuable, weil ja, er einfach die Resultate daraus bekommt und das durch so eine recht simple Innovation wie Nike Plus. Bei uns, bei der APC, schaffen wir das durchs Netzwerken. Ganz klar, wir haben zum ersten Mal auf den Events haben wir Netzwerk-Sessions mit dabei, weil wir wollen nicht nur den Input geben mit den Speakern und Fragerunde und dann ist Pause und dann ist nächste und dann ist fertig, sondern wir wollen die Leute zusammenbringen, dass sie vor Ort mit den anderen sich austauschen, weil das ist so viel Wert und so viel Wissen einfach im Raum, dass es völlig verschenktes Potenzial wäre, wenn wir eben nicht die Leute zusammenbringen, dass sie genau zielgerichtet an ihren jeweiligen gemeinsamen Problemen arbeiten können. Und was wir dadurch schaffen ist, derjenige geht nach Hause, hat eine Menge gelernt und ist viel motivierter, das umzusetzen, weil er eben weiß, ah, da sind die anderen, die sind auch auf meinem Weg. Ich habe mich da in der Mastermind-Session mit denen auseinandergesetzt und hey, ja, die machen das ein Stück weit das Ähnliche wie ich und das pusht mich dann enorm nach vorne. Und das ist genau der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe erstmal monatelang im stillen Kämmerlein für mich alleine mein Business aufgebaut. Ja, und jeden Tag so ein bisschen gestruggelt mit, gefühlt bin ich ein Alien und bin der Einzige, der das macht, das ist irgendwie doof, da fühlt man sich so alleine. Und wenn wir sofort halt dieses Netzwerk suchen und diesen Austausch suchen, dann geht da viel mehr, unsere Motivation steigt, dementsprechend nutzen wir das Produkt, nutzen wir den Value, der geliefert wird, viel, 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 viel stärker und bekommen viel bessere Resultate. Boah, das waren die 10 Möglichkeiten, innovativ zu sein. Und egal, ob wir uns dafür entscheiden, wirklich etwas komplett Neues zu erschaffen oder ein Stück weit den einfachen Weg gehen und den bestehenden Value, der in der Vergangenheit schon bei anderen gut funktioniert hat, entweder besser machen, mehr davon machen, den günstiger machen, den leichter zugänglich machen, den besser auf unsere Zielgruppe zuschneiden, 2 bestehende Values zusammenfügen, den Value interaktiver rüberbringen, den more convenient rüberbringen oder ihn inspirierender rüberbringen. Wichtig ist es, dass wir uns bei unserem Projekt für eine Hauptinnovation entscheiden. Beim Rohkost 1x1 war das ganz klar, den bestehenden Value, Tipps zum Thema Rohkosternährung und Strategien, wie man das umsetzen kann, den leichter zugänglich zu machen. Denn machen wir uns nichts vor, das ist oft so ein bisschen dröge, so ein Buch, so ein klassisches Bio-Buch, so denkst du, boah, kein Bock, macht keinen Spaß. Und ich habe das Ganze auf eine unterhaltsame Art und Weise rübergebracht und auch mal die Videos ein bisschen witzig gestalten, das Ganze irgendwie schön, sodass man dass man einfach lernen konnte. Das war mein Ansatz mit dem Rohkost 1x1. Hier mit dem Awesome People Space ist genau unser Ansatz, den Value, der in der Vergangenheit schon gut funktioniert hat, Coworking Spaces, etabliertes Konzept, funktioniert in Berlin, funktioniert deutschlandweit, funktioniert weltweit, ist eine super, super Sache, den besser auf unsere Zielgruppe zuzuschneiden. Denn das Problem, was ich immer von vielen, vielen Leuten höre, ist, Coworking Spaces sind geil, aber das kann ich mir nicht leisten, das ist zu teuer, Fulltime-Membership brauche ich nicht, ich bin gerade am Starten von meinem Business. Hauptteil unserer Leute sind in Business Phase 2, 3 und 4, das heißt, die verdienen jetzt noch nicht die große Kohle mit ihrem Business, sind deswegen noch gar nicht so unbedingt die Zielgruppe von klassischen Coworking Spaces. Und was wir sagen, okay, wir bieten euch verschiedene Memberships an. Ihr könnt einen Tag in der Woche kommen, ihr könnt 3 Tage in der Woche kommen oder wenn dann euer Business richtig rund läuft, könnt ihr auch 7 Tage in der Woche kommen. Aber die 1- und 3-Tage Memberships und auch unsere sonstigen Abendveranstaltungen, die sind halt einfach günstiger. Und da kann man jetzt schon mal hinkommen und diesen Coworking Spirit jetzt schon mal so ein bisschen in Teilzeit genießen. Und das gibt's sonst nicht. Das ist unsere Innovation. Besser zugeschnitten auf die Zielgruppe, die gerade ihr Business startet. Und bei der APC machen wir einfach mal alles. Ihr habt es gemerkt, ich konnte zu jedem Innovationspunkt ein Stück weit einen Ansatz bei der 3. Awesome People Conference raushauen. Und das funktioniert aber auch nur, das will ich wirklich nochmal betonen, das funktioniert auch nur, weil das Modell etabliert ist. Das ist jetzt die 3. Konferenz. Wir haben die Man- bzw. Woman Power, wir haben ein ganzes Team dabei. Ich mache das nicht alleine, wir sind hier in einem Team unterwegs. Und außerdem sind wir einfach in unserem Markt, sind wir schon so gesettelt, dass wir das Ganze verstehen, dass wir wissen, wie das tickt. Und dass wir jetzt einfach wirklich in jeder Hinsicht die richtige Schippe draufsetzen können. Funktioniert nur deswegen. Wer jetzt reinstartet, wer sagt so, boah, ey, ich will auch alles machen. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie, aber ich will jetzt auch alles machen. Macht es nicht. Fokussiert euch auf eine Sache. Geht nischig rein. Habt eine Hauptinnovation. Und wenn ihr dann noch andere Dinge dazu habt,
Wenn er sagt, ich kann es schaffen, einen bestehenden Value inspirierender rüberzubringen, und dann ist der vielleicht auch noch ein bisschen günstiger oder dann ist der vielleicht auch noch ein bisschen interaktiver und ein bisschen mehr done for you, dann ist das mega geil. Aber habt eine Hauptinnovation, auf die ihr euch fokussiert. Geht gerne nochmal zurück, zieht euch die ganzen Dinge nochmal rein, zieht euch die Beispiele nochmal rein und stellt euch dann mal die Frage so, okay, was ist jetzt genau mein Ansatz? Was ist genau das, was ich ein Stückchen besser machen kann, als die Dinge, die in der Vergangenheit schon gut funktioniert haben? Denn das ist, worauf es ankommt. Ey, so vom Reinziehen, vom cool, ich habe jetzt was gelernt, so, da passiert nichts, es kommt darauf an, dass wir es machen. Deswegen nehmt euch 10, 15, 20, 30 Minuten, vielleicht auch jetzt mal eine Stunde Zeit und geht da wirklich mal rein und fragt euch, was ist genau der Hauptansatz, was ist die Hauptinnovation, die ich mit meinem Projekt, egal ob es jetzt schon da ist oder ob es gerade in der Planung ist, was ist genau der Hauptansatz, die Hauptinnovation, die ich bringen kann. Und wer jetzt komplett pumped ist und sagt so, ey, ich will die ganzen Innovationen jetzt aus nächster Nähe sehen, den möchte ich herzlich einladen, sich das Awesome People Conference 3 Package jetzt im Vorverkauf zu sichern. Bis kommenden Dienstag, den 22.08. um Mitternacht, habt ihr die Möglichkeit, euch das Ganze zu sichern und nicht nur die Aufzeichnungen der 29 Interviews zu bekommen, plus Q&A-Aufzeichnungen, plus Bonusmaterial, plus Audiodateien, sondern on top auch noch jetzt exklusiv im Vorverkauf die Möglichkeit zu haben, im Livestream bei allen Events, bei allen Interviews dabei zu sein und direkt im Anschluss Fragen stellen zu können, bei der Q&A-Session dabei zu sein als Einzige. Die Q&A-Session gibt es nur später in der Aufzeichnung, aber jetzt wirklich auch dabei zu sein und Fragen zu stellen, gibt es nur im Vorverkauf des Online-Packages. Das Ganze in richtig guter HD-Qualität, das ist jetzt nicht irgendeine crappy Smartphone-Facebook-Live-Cam, so, sondern das ist wirklich richtig gute HD-Qualität, professionelle Kameras, direkt abgemischt, wirklich ein Augenschmaus. Außerdem bekommt ihr noch kostenlos unser physisches Workbook mit dazu. Wir werden zu jedem Interview wird es konkrete Übungen geben, um das Ganze in die Realität umzusetzen, um nicht nur passiv zu konsumieren, sondern auch aktiv etwas dazu zu machen. Das gibt es ebenfalls ausschließlich im Vorverkauf in physischer Variante. Zu euch nach Hause geschickt, per Post, direkt zum Mitarbeiten. Das heißt, ihr habt dann quasi unterm Strich, wenn ihr im Livestream bei allen Interviews dabei seid, plus mit dem Workbook direkt arbeitet, dann habt ihr schon den kompletten Value aus der Konferenz rausgezogen, bevor es überhaupt online für alle anderen ausgestrahlt wurde. Wie sick ist das denn bitte? Und um noch eins draufzusetzen, kriegen die allerersten 100, die sagen so, yes, ich sichere mir das Package im Vorverkauf, kriegen on top die Aufzeichnung der ersten und die Aufzeichnung der zweiten Konferenz gratis mit dazu. Dass es günstiger ist jetzt im Vorverkauf, brauche ich wahrscheinlich nicht zu erwähnen. Klare Sache, 100 Euro Discount im Vergleich zum regulären Preis, den die Packages eigentlich kosten. Und ja, that's it. Ihr werdet von der Qualität unfassbar geflasht sein. Ich garantiere es. Für alle anderen, die sagen, oh, ich bin jetzt ein bisschen unsicher, ich weiß nicht genau, haben wir natürlich wie bei unseren anderen Produkten 150% Geld-Zurück-Garantie am Start. Das heißt, wer sich jetzt das Package im Vorverkauf sichert und sagt so, boah, ist ja gar nicht so geil, hätte ich mal lieber nicht gemacht, kriegt nicht nur seine Kohle zurück, sondern 50% on top geschenkt. Das heißt, ja, Win-Win, egal was passiert. Holt euch die ganze Geschichte. Bis kommenden Dienstag um Mitternacht. Ich würde mich riesig freuen, mit allen von euch hier heftigst loszurocken. Der Link ist natürlich drin. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, seid innovativ, geht rein, findet eure Kerninnovation und dann rockt euer eigenes Business. Und wenn ihr das mit der Awesome People Conference 3 zusammen machen möchtet, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch das Package im Vorverkauf sichert. In diesem Sinne, innovative Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao.